Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Wii Sports. Ja, wir sind jetzt schon seit zwei Parts dabei, hier ein bisschen rumzubohlen. Wir sind ja jetzt in dieser Sparte. Ich gucke mir kurz die Trainingseinheiten an. Ja, also, wir können es ja immer gerne mal vorher machen, bevor ich dann jetzt anfange, nochmal die Sportart zu machen, dass wir uns mal die Trainingseinheit ansehen. Spells haben wir schon gemacht, Wurfkraft auch. Jetzt kommt Efe, zumindest wird es, glaube ich, so ausgesprochen. Also mache ich das auch mal. Ich hoffe, die Kamera nimmt alles ganz gut auf. Ja, wunderbar. Ne? Lieber mal vorher testen, bevor man aufnimmt. Bevor der ganze Part mal Arsch ist, weil er gar nicht richtig aufnimmt. Oder irgendwie was nicht richtig aufnimmt, soll heißen zum Beispiel zu großen Rand. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah, ich muss ja den Landschaft entfernen natürlich. Ich habe es wieder vergessen. Wieder eine Runde bohlen. So. Dort ein bisschen. Ja, ich weiß, es ist. Ich nehme immer nur am Tag auf. Ich weiß, ich habe keine Zeit in einer anderen Stelle irgendwie an einem anderen Tag zu einer anderen Tageszeit dann nochmal aufzunehmen. Es tut mir leid, aber jetzt spiegelt es ein bisschen die Stehlampe, sieht man mich, sieht man vielleicht auch mal und da kommt das Strike. Ja, das ist eventuell ein bisschen laut, kann das sein. Kann ich auch nicht sagen. So, das war Nummer 1. So, mal wieder ein bisschen nach rechts. Und hoch damit. Immer schön, dass es auf die Bahn klatscht. Okay, es war kein Strike leider. Schade. So, komm schon. Geht doch. So, ich bin wieder drin, hab schon lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. So, und wieder hoch damit. Ne, immer schön den Trick benutzen, die Bodenkugel hoch zu werfen. Aber diese beiden da, die bleiben immer stehen. So, jetzt reizt mir. Weg mit euch. So. Und wieder ein Spare. Ich hoffe mal, wir schaffen es jetzt mal, einen richtigen Strike zu werfen. Komm hoch damit. So. Komm schon. Ach, geht doch. Ja, wunderbar. Es geht wieder. Vielleicht schaffe ich ja jetzt einen Strike Double oder vielleicht einen Triple sogar. Wäre auch ganz nett, mal zu zeigen. So, komm schon. Komm schon. Nein, es ist immer diese Seite. Verdammt. So, komm. Tempo und rein da. So, brauche ich ja nicht mehr zu zeigen. Ich kann ja vorspulen. Ihr wisst ja alle, wie das geht. Wie das aussieht. So, komm schon. Ah, nee, das ist jetzt ein Split. Das sieht man oben rechts mal wieder. Es ist wieder so komisch eingekreist, diese Zahl. Es ist eine 7 im Moment, weil da noch 7 Zahlen sind. Man kann es jetzt nicht schaffen, einen Spell zu machen eigentlich. Es ist schon so gut wie unmöglich. Links wird man wieder ins Spell geworfen. So, wer es jetzt schafft, den Split zu machen? Nee. Leider nicht. Es geht halt nicht anders. So, 104 Punkte habe ich schon. Komm, Strike jetzt. Kann ich gut gebrauchen jetzt. Da ist er ja. Wunderbar. Wenn wir schön so mittig von der Seite kommen, ist ganz schön gut eigentlich so, wie ich das finde. Und komm hoch damit. So, das muss natürlich gut sein jetzt. Oder auch nicht. Es sind immer diese beiden. Es sind immer diese beiden meistens. Wenn überhaupt, dann stehen die. So. Aber bis jetzt so, wenn man jetzt mal diesen Split da jetzt wegnimmt, habe ich immer abgeräumt eigentlich. Nee, ich will nicht Fußspulen. Ich will nicht. Ich will das. So, war vielleicht ein bisschen zu weit rechts. Ja, war zu weit rechts. Scheiße, die Mitte nicht getroffen. So, das könnte gefährlich werden. Ach, ich hab's geschafft. Immer noch abgeräumt, sehr gut. So, Runde 10. Drei Strikes kann man jetzt machen. Das ist jetzt möglich. So, ich hoffe, jetzt kommt schon der erste. Zu weit rüber gezogen, scheiße. Zu großer Spin, drei Pins sind noch da. Komm schon. Okay, jetzt dürfte ich nochmal, ne? Ja, einmal darf ich noch. So, nein, ich hab da gar nicht drauf gedrückt, aber gut. Komm, einen letzten Strike noch. Geht doch. Wunderschön abgeräumt, wie schnell die verschwunden sind, meine ich. Ach, sieht das schön aus. Ende der Partie. Rekord mit 177, weil ich eigentlich immer abgeräumt habe, außer beim Split jetzt in der 6. Runde. Sieht ganz gut aus. Und hebt wahrscheinlich auch mein Punktekonto. Ja, um einiges. Da sieht man es. Beenden wir es und kümmern wir uns um die letzte Trainingseinheit im Bereich Bowling. Nee, ich bin noch alleine. Bin nur noch Snooper. Ja, ja, ja. Habe ich zugemacht. Diesmal, damit es nicht hört, Efe. Vermeide Kontakt mit den Hindernissen auf der Bahn, Wege, Kraft und Efe genau ab. Oh, Freunde, das mag ich nicht. Ich habe irgendwie so ein Problem mit Efe. So, Nummer 1. Runde 1. Ein Pin. Wir müssen jetzt irgendwie vorbei. Los geht's. Und dann gucken wir mal. Ich gehe mal ganz nach rechts. Und wechsle mal. So. Das müsste, obwohl. Da ein bisschen so. Ja, komm. Das muss jetzt funktionieren. Ich habe mal wieder 5 Leben. Falls ich irgendwie. Falsch. Falls ich irgendwie was falsch mache. Nice throw. Toller Wurf. Und da sieht man immer schon genau, wie die da an den Dingern vorbeikommen. So. Mal wieder hier.
Jetzt wird es interessant, denn jetzt ist der Weg enger. Mal sehen. Nein, verdammt. Das war schon mal daneben. Aber ich kam irgendwann an den Enden, das ist vorbei. Nee, soll ich nicht. So, das muss ja doch was werden, ja? Ja, diesmal treffe ich. Sehr schön. Toller Wurf, ja. Jetzt mittig durch, da kann ich gleich so bleiben. Denn das reicht. So. Ja, weiter geht's. Das sind halt die etwas einfacheren Runden. Jetzt darf ich mal von dieser Seite kommen. So. Komm schon. Am Ende ist vorbei und bam. Ich finde das irgendwie ein cooler Effekt, dass das dann plötzlich so... das wird jetzt interessant. Hoppla. So. So ungefähr. Mal gucken, ob ich da durchpasse. Ich passe durch und ich treffe. Cool. Wunderschön. Jetzt wird's interessant. Mal gucken. Nee. Hier will ich hin. Genau. So, mal gucken. Vielleicht wird's ja was. Na? Gerade so noch. Wäre fast ein Pudel geworden. Das waren ja diesmal zwei Hindernisse. So. Ach du Scheiße. Ich dachte eben nur das hintere Hindernis wäre da. Jetzt wird's interessant, Freunde. Denn jetzt brauche ich wahrscheinlich Dral oder so ähnlich. Jetzt muss ich... ich probier's mal. Ja, komm schon. Ja, mit Drall. Guck mal genau, er zieht nach links. Mit richtig schön viel Spin. Nur so geht das, indem ihr die Wii-Fernbedienung weiter links haltet. So, jetzt sitzt es schon wieder enger und weiter hinten. Man muss jetzt gerade bleiben. Und dann kann man da vorbei. So. Jetzt wird's lustig, denn das Hindernis ist schon ziemlich eng. Jetzt muss ich schon Drall benutzen, obwohl schon hier schon gefährlich wird. Okay, mal wieder Drall benutzen. Und komm schon. Ja, ihr habt gesehen, da kommt wieder der Spin. Seht ihr den, wie die Kugel da rollt? Da funktioniert das. Ah, das kenne ich. Achtung, hoch damit. Scheiße, das war zu spät losgelassen. Ja, das ist der ganze Trick. Aber das kennen wir ja schon. Bin ich ja drin geübt, ne? Wegen den ganzen Strikes, die ich so werfe. Das ist jetzt immer interessanter. Jetzt brauche ich rechts dran. Das ist nicht so gut. Also da bin ich nicht so gut drin. Oh, das war schlecht. So. Und. Ja! Noch Spin genug. Ich kann es doch. Wie ihr seht, die Kugel rollt so leicht nach rechts. Das geht. Und jetzt wird's interessant. Oh, gleich drei. Ich brauche wieder den Drall. Anders geht's nicht. Aber der muss auch möglichst spät wieder fungieren. Und. Nein! Oh, war das knapp! Scheiße! Das könnte gefährlich werden, aber ich probiere es trotzdem. Dann vorbei und Treffer! Ich bin heute super! So, nächste Runde, Runde 13. Oh, das heißt, ich muss... Oh, das ist ja sehr interessant, wie mache ich das denn? Weil das hintere Hindernis ist weiter links, wie ihr seht. Ich kann noch nicht so lange vorbei. Ich muss eigentlich schon... Kann ich hier? Es ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. So. Hier ist ein Stückchen. Dann wieder Rechtsdrall haben. Gerade so noch. Das war knapp. Hui. Aber wieder, das geht nur mit Drall, beziehungsweise Spin. Oh Gott. Aber es ist zu weit weg, dass ich da rüber springen könnte. So. Also ich muss noch weiter rüber. So, das geht nicht anders. Und jetzt den Drall nach links. Scheiße, Pudel. Aber ihr seht auch, man kommt mit einem Wurf nach oben nicht weiter. So, das muss so sein, leider. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Weil das wird jetzt gefährlich gegen den hinteren Hindernis. Genau deswegen. Daneben, leider. Ich fürchte, das wird mich aufhalten. Das ist jetzt mein letztes Leben. Schaffe ich das nochmal? Ist das so in Ordnung? Komm schon. Also los. Ja, geil. Sehr schön. Und wieder mit links drehen. Bumm. Cool. Runde 15, Alter, bin ich weit. So, jetzt wird es wieder lustig. Ich brauche wieder links drall. Man sieht schon. Weiter komme ich nicht. Komm schon. Nein. Das Hindernis hat mich gestoppt und damit war es das auch. Bumm. Schade. Ende. Und?
cool, Silber. Weil wir in der 15. stecken geblieben sind, haben wir den 14. geschafft, aber ich fand das schon richtig gut eigentlich. Und damit, meine Lieben, ist nicht nur der Part beendet für heute, sondern auch dieser Sportbereich hier. Denn im nächsten Part machen wir weiter mit der nächsten Sportart und die nennt sich Golf. Ja, da freut man sich schon drüber. Und dann geht's los mit Einlochen, dann haben wir Grünplatzierung und hier haben wir Präzision. Das hört sich ja nicht ganz einfach an. Okay, Freunde, das war's mit dem heutigen Part. Und im nächsten Part starten wir dann mit der nächsten Sportart, und zwar Golf. Man kann sich schon denken, wir haben jetzt schon 9 Parts rum, jetzt fehlen nur noch 6 Parts. Das Let's Play neigt sich auch so langsam dem Ende zu, ist ja auch eher ein Kurzprojekt, aber naja, was soll man machen. Bis dann und auf Wiedersehen!